Einen schönen guten Tag zusammen und willkommen zurück zu No Man's Sky, einer weiteren Folge auf meinem Kanal. Und wir starten auch gleich durch. Ich sehe jetzt gerade, wo ich gerade das Spiel gestartet habe, dass wir hier hinten da noch eine Operationszentrale haben. Die wollen wir uns mal angucken. Habe ich mich mal so kurzfristig zu hinten. Warum stehe ich eigentlich auf meinem Schiff? Na, ist egal. Operationszentrale, da fliegen wir nochmal hin. Dann habe ich mir so mal gedacht, dann porte ich mich mal nach Hause, also in mein eigenes Heimsystem, weil ein sachdienlicher Hinweis war, vielleicht im eigenen System mal zur Raumstation und da nochmal gucken, ob da vielleicht irgendein Vertretergilde, ob da irgendwie, ob da einer von dieser Entdeckergilde da zu finden ist und pipapo. Und da gucken wir nochmal. Also ich habe mich eigentlich so ziemlich entschieden, wenn wir am Ende dieser Folge nicht zumindest einen Hinweis darauf haben, was der richtige Weg ist oder wo der richtige Weg hinführt oder wo wir längst müssen, dann werde ich wohl spätestens in der nächsten Folge oder was heißt, spätestens in der nächsten Folge werde ich dann einfach die Mission neu starten und dann schauen wir mal. Ich will dann nur hoffen, dass wir dann nicht allzu viel nochmal neu machen müssen. Aber das haben wir, denke ich mal, bis jetzt eigentlich auch ganz gut hinbekommen. Von daher, so. Erstmal Richtung Operation Centrale. Weltall? Hallo? Weltall ist weg. Ne, da ist es. Okay. Ich versuche den mal zu loggen hier hinten. Ankunft 4 Tage. Nein, ich... Naja, gut. Das dürfte derselbe Planet sein. Ja, gut. Ja, ist okay. Ich verstehe schon. Ich verstehe das schon. Mal was anderes. Wir haben kein Eisen mehr. Haben wir noch ein bisschen Eisen? Ja, ein bisschen Eisen noch. Sehr gut. Haben wir immer noch nicht repariert. Aber wir kaufen uns noch einen Resonator. Kein Problem. So. Nehmen wir kurz anvisieren. Schwuppsti. So, jetzt sind wir richtig auf Kurs. Ja, also wie gesagt, am Ende der Folge werde ich das entscheiden. Sollten wir da keinen sachdienlichen Hinweis haben oder nicht irgendwo einen Hinweis, zumindest auf den richtigen Weg, dann werde ich einfach die Mission nochmal neu schauen, hat sich das. Weil ich habe jetzt auch ehrlich gesagt keine Lust, da hier Folge für Folge rumzudoktern, zu gucken und zu machen, ohne jetzt wirklich einen richtigen Weg zu haben. Das macht natürlich gar keinen Sinn. Deswegen starten wir einfach nochmal neu. Und das, was wir bis dahin an Missionen machen mussten, das war jetzt auch nicht so der Brüller. Okay, wir werden wahrscheinlich, so stand es auch in den Kommentaren, vielleicht noch wieder ein paar Missionen machen müssen für die einzelnen Gilden und sowas. Das müssen wir wahrscheinlich nochmal machen, aber das war ja eigentlich immer relativ easy. Das war immer irgendwelche Tiere wegballern, irgendwas sammeln oder irgendwas liefern oder so. Das war ja eigentlich recht entspannt. So mal abwärts. Eiser, so, okay. Mal kurz reingeleiten. So, runter, 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 runter. Ja, wieder mitten ins Gebäude rein, ja, natürlich. So. Tag. Huch, hänge fest. So, müssen hier Wärmeschutz aktiv. Ach, ist ein Ziel erreicht. Wir speichern den mal kurz ab. Wir können ja eigentlich mal kurz reinduschen, oder? Beschädigter Container, ja, verrostetes Metall. Das entfernen wir natürlich erstmal und dann kriegen wir ein Geek-Amulett. Das ist gut. Das ist gut. Wir müssen sowieso nochmal in ein Geek-System. Weil ich dann nochmal sehen will, dass ich fürs Schiff noch ein bisschen was gekauft kriege. Aber dafür brauchen wir natürlich wahrscheinlich noch ein bisschen mehr Nanites. Wo ist hier der Eingang? Wieder auf der anderen Seite. Oh, da ist noch Plutonium. Das sieht auch nicht schlecht aus. Dieser fette... Das sehe ich zu, ne? Ja, war klar. Aber erstmal hole ich mir mal kurz Plutonium. Was bist du hier? Observatorium. Ich glaube, da müssen wir auch nochmal hin. Ah, naja, gut. Wir sind zum Glück auf demselben Planeten, dann geht das. So. So, das müssen wir mitnehmen. Da kann ich nicht dran vorbei. La 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 la.
Ausgerechnet jetzt. Hätte ich mal vorher gucken sollen. So offen. Einer. Das war nicht schön. So, ich werde jetzt mal gleich alles aufladen hier. Bevor ich es nämlich gleich wieder vergesse. Alter, geh weg, du! So, auch mal gleich Plutonium gleich rein. Alter, lad doch mal auf! Mensch, du musst da 30 mal draufdrücken, das gibt's doch nicht. So, alles gut, alles voll. Ja. Ach, wunderbar. Gut. Die haben doch irgendwo ganz sicher nichts zum Drücken. Okay. Geh doch mal weg! So, wo ist denn hier? Normalerweise war doch hier immer mal, was weiß ich, mal Gesundheit herstellen oder irgendwie Schild herstellen und so. Nein, natürlich wieder nix. Alter, gehst du mir jetzt mal aus der Sonne? So. Okay, Wächter-Scan-Daten hochladen, Wächter-Scan-Daten-Entität. Ich finde einen Bericht mit Bildern von Wächtern, aber der Upload wurde wohl unterbrochen. Eine fordernde, eventuelle unhöfliche Nachricht aus einer anderen Welt blinkt mich an. Irgendwo will irgendwer irgendwas. Wächterdaten erneut senden, ablehnt antworten. Ja, Wächterdaten erneut senden, würde ich sagen. Das Informationspaket wird hochgeladen und sofort erscheint eine Bezahlung. Oh, das ist gut. Bezahlung? Lecker. Neue Technologie, Phasenstrahler für Raumschiff-Lasergerät. Okay. Haben wir das nicht schon? Phasenstrahler haben wir doch schon, oder nicht? Phasenstrahler? Ansehen meine Korax, dass sie verbessert. Alter! Drücken wir nicht auf die Pille, das macht ja hier Phasenstrahler. Okay. Warte mal kurz. Aufladen, Isotop. Ach, das müssen wir auch noch aufladen. Oh Mann, ey. Ja, nee, ist klar. Kostet wieder 6 Milliarden. Ja, Plutonium, richtig. Wir brauchen mehr Plutonium. Definitiv. So, Ei. Hallo? Nein. Schilde müssen wir übrigens auch noch kaufen. Und übrigens, muss ich auch nochmal sagen, ich wurde ja darauf hingewiesen, ich solle mir doch ein Klasse A Jäger holen. Ja, Klasse A. Ist schon ein Klasse A Jäger. Also ich muss ja hier den noch ein bisschen ausbauen. Wie ich schon sagte, mein Plan wäre, dass wir dann halt hier nach unten hin, wo die ganzen Waffen hier sind, dass wir da nach unten hin die Waffen upgraden und dass wir dann bei Technologie hier die ganzen Schilde reinbauen. Das war jetzt eigentlich erstmal so mein Anliegen, aber dafür müssen wir natürlich erstmal die Technologien haben. Das ist nämlich auch noch der Punkt, warum ich halt zu den Geek noch möchte. Weil ich nämlich noch zu den Geek möchte und hole mir dann da dementsprechend natürlich dann die Technologien. Wo ich eigentlich. Da, wo ich wieder so super eingepackt habe. Also, wir sind hier sicherlich in einem Korvax. Achso, warte mal, wir wollten ja noch zu dem Observatorium. Ich sehe schon, wir werden es in dieser Folge kaum schaffen, nochmal nach Hause zu kommen, doch nochmal zu gucken, ob wir sonst nochmal irgendwo hinkommen. Ob wir doch nochmal. Ankunft, was, in 4 Stunden? Echt? Na gut, dann fliegen wir nochmal ins Weltall raus. La 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 la. Mal gucken, ob das jetzt so geht. Ja, okay, gut. Ja, gut, das dauert dann nochmal kurz 20 Sekunden, müssen wir da mal reingleiten. Ach ja, so, mal gucken. Ja, wie gesagt, hier nochmal gucken. Observatorium, dann nach Hause fliegen. Beziehungsweise warpen. Dann nochmal da kurz zur Raumstation und da mal gucken, ob wir da vielleicht was finden. Und dann würde ich, wie gesagt, in der nächsten Folge dann
Mission neu starten. Weil ich habe da ehrlich gesagt, so langsam möchte ich mal ein bisschen hier zu Potte kommen. So. Observatorium müssen wir uns auch gleich wieder reinballern. Wahrscheinlich. Hier speichern wir nochmal kurz ab. Ich wollte schon sagen, ist das da hinten Titan, aber das ist einfach nur angeleuchtetes Eisen da hinten. Das sah schon so ein bisschen verdächtig aus. Kolos Geobucht. Kolos Geobucht? Sind wir nicht dann schon zu Hause? Warte mal. Warnung, bla bla. Reiseentdeckung. Doch hier, guck mal, wir sind doch schon zu Hause hier. Ringe Ding Ding hier, das ist doch hier unser Heimatplanet hier. Wir sind schon in unserem Heimatsystem. Ich glaube, bin mir dann selber ein Stückchen zuvor gekommen. Ich bin dann schon nach Hause gekommen. Okay, gut, wir gucken jetzt hier nochmal. Dann würde ich hier sagen, gucken wir hier nochmal in die Raumstation. Wenn ich das nicht sogar schon getan habe. Aber ist egal, ich muss da sowieso, den Warp-Antrieb muss ich sowieso reparieren. Das heißt, ich muss sowieso noch zur Raumstation, um dann halt diesen Resonator noch zu kaufen. Den brauche ich noch. Und dann brauche ich, glaube ich, noch Nickel. Ich weiß allerdings nicht, ob wir Nickel jetzt schon ausreichend zu Hause haben. Aber das werden wir sehen. Das werden wir herausfinden. Und dann... Das werden wir herausfinden. Und dann werden wir nochmal reparieren. Und dann schauen wir mal weiter. Ja, wo ist denn jetzt der Eingang da? Oh, sogar offen. Das ist schön. Jo. Nischt. Dann ist auch nischt. Auch nischt. Sehr überschaubar. Okay, gucken wir doch da mal rein. Was geht hier ab? Ach, wie ein kleines Zahlenrätsel. Okay. Der sterile und funktionelle Aufbau des Observatoriums deutet darauf hin, dass dessen ehemaliger Aufseher elektronischen Ursprungs gewesen sein könnte. Dem jahrzehntealten Signal nachzuurteilen, das auf dem Bildschirm leuchtet, hat die Entität diesen Ort vor langer Zeit verlassen. Vielleicht kann ich die Herkunft des Signals ermitteln, wenn ich den Code entschlüssele. Ja, das könnte der Fall sein. So, das ist die... Ich fixiere mich mal auf die 9. Das heißt, die 9 müsste im nächsten Schritt auf die zweite Position rücken. Und nach der 9 kommt die 1. Also haben wir das geschafft. Ich erfahre von einem neuen Ort im Weltraum. Das Ansehen meiner Kovaka sie verbessert. So, Signal entdeckt. Monolith. Okay, ja. Ja. Ist das Monolith? Eine Ruine, nicht dieser Planet. Ich würde sagen, das lassen wir erstmal. Wir gucken da vielleicht später nochmal vorbei, aber ich will erstmal sehen, dass wir so ein bisschen vorankommen. Also geht's auf zur Raumstation. Zur Station. Ich finde das auch, ich weiß nicht, also irgendwie entweder muss ich mir da so einen Zinken eingebaut haben oder vielleicht ist es ein Bug, wie ich das schon in der letzten Folge sagte. Irgendwo muss ich falsch abgebogen sein und ich finde den Weg jetzt nicht mehr zurück, dass ich da irgendwo mal... So. Dass ich da irgendwo mal zu Potte komme. Ganz, ganz merkwürdig, ganz, ganz merkwürdig. Ach, so habe ich schon. Den habe ich schon gekauft. Ah, okay. Können wir uns das also auch sparen? Dann werde ich sicherlich auch auf der Raumstation hier auch schon nach dem Gildenvertreter schon geguckt haben. Ich habe mir ehrlich gesagt die letzten ein, zwei Folgen nicht angeguckt. Nur kurz die letzte Folge, was ich angekündigt habe, was ich machen will, diese Folge. Aber ich gucke nochmal bei der Raumstation und gucke nochmal nach dem Gildenvertreter und... Aber ich meine, das haben wir gleich auch schon getan. Ich bin so ein bisschen verwirrt heute. Die Nacht war wirklich zu kurz. Die war einfach zu kurz. Ach. So. So,
So, dann mal schwupps die rein. Na toll, mega. Einmal zum Gildenvertreter, sofern es ihn gibt. Und dann würde ich sagen, machen wir dann an dieser Stelle, würde ich dann schon fast sagen, starten wir die Mission einfach mal neu. Dann gucken wir mal, was passiert. So. Wiederherstellungspunkt gespeichert. Na, ich glaube, das haben wir schon erledigt. Das ist Leutnant Riggs, ja, genau. Dich hatten wir auch schon mal gefragt. Dich hatten wir schon mal gefragt. Ja, ich glaube, das können wir uns geschmeidig schenken. Atlas Pass V3. Gut, dann würde ich aber trotzdem sagen, dass wir nach Hause porten. Und dann, ja, dann starten wir eben die Mission nochmal. Es war elend, das ist wieder doppelte und dreifache Arbeit, aber was soll's. Irgendwo müssen wir Mist gebaut haben. Ich weiß auch nicht, ob eine von den Stationen uns vielleicht näher ranbringt, aber wir haben ja schon einige Raumstationen besucht in letzter Zeit durch das ganze Warpen. Insofern müssten das eigentlich eher die Stationen sein. Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir da jetzt so wesentlich näher rankommen. Wisst ihr was, wir machen das ganz anders. Wir werden einfach die Mission jetzt direkt von hier aus neu starten, weil ob ich jetzt nur noch nach Hause port oder nicht. Wir haben. Achso, ne, völlig falsches Menü. So, P. Portalprotokoll. So, gedrückt halten. Achso, muss wir darauf gehen. So, wir starten das jetzt mal neu. Neustart. Und dann hat sich das. Missionsziel aktualisiert, Muster in der Zeit. P drücken. Tja, toll. Okay, super. Sprich mit dem Decker-Gildenvertreter. Für den Gildenvertreter an Bord der Weltraumstation. Aber es ist zumindest, wir müssen zumindest nichts neu machen. Muster in der Zeit. Okay, gut. Koordinaten. Okay. Nee, guck mal, hier da. Gildenvertreter. Siehst du, habt ihr recht gehabt. Der Gildenvertreter war hier bei uns in der Heimatbasis. Sehr gut. Guck mal, ich hätte eigentlich nur neu starten müssen. Ich hätte jetzt gedacht, dass wir tatsächlich noch einige Missionen, also wir sehen, haben ja einen gewissen Weg hinter uns. Dass wir Muster in der Zeit, dass, um dahin zu kommen, dass wir da erstmal wieder zwei, drei andere Missionen machen müssen. Aber gut, so einfach kann das manchmal gehen. Vielleicht sollten wir uns da mal eher dran gewöhnen. Ach, jetzt ist er plötzlich ein Gildenvertreter. Ja, jetzt ist er plötzlich ein Gildenvertreter. Jetzt ist er plötzlich ein Gildenvertreter. Die ganze Zeit nicht. Dumme Sau. Die Ankunft von Reisender wurde erwartet, aber du bist noch nicht bereit. Wir müssen sicher gehen, dass du der bist, den wir suchen. Aber hatten wir den Dialog nicht schon? Naja. Es ist offensichtlich, dass ich bei den Kovacs noch keinen bleibenden Eindruck hinterlassen habe. Vielleicht erlange ich die Aufmerksamkeit des Fremden, wenn ich meine Verbindung zur Entdeckergilde stärke. Ah, okay. Ich glaube, ich meine, ich hatte dieses Gespräch schon mal geführt. Es kommt mir sehr bekannt vor. Meine Verbindung zur Entdeckergilde stärken. Das heißt, wir müssen da auf jeden Fall Mission machen. Alles klar. Also hier, ja, diese kleine Mission. Alles klar. Gut, dann weiß ich jetzt auch wieder, was ich zu tun habe. Missionstafel lokalisiert. So, jetzt sind wir wieder auf dem Damm. Hoffe ich. So, chop. Weil ich war immer die ganze Zeit so verwirrt, weil unten rechts war ja immer dieser kleine Bildschirm, dieser Hinweis, bla 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 bla. Guck mal, jetzt steht das nämlich da auch. Schließe Verträge für die Entdeckergilde ab, 0 von 3. Pipapo. Das stand mich vorher nicht dran. Da stand mich dann gleich Muster der Zeit und ja, reise da und da und dahin. Oder das Ziel ist in einem anderen System. Und dann stand da ja eben dann diese 630.000 Lichtjahre. Ach, guck mal. Also entweder habe ich das Gespräch doch nicht geführt oder irgendwie war das vielleicht ein kleiner Fehler oder so. Ich müsste echt mal in die vergangenen
Folgen mal reinschauen. Übrigens, vielen Dank an dieser Stelle. Es hatte sich, ich weiß jetzt ehrlich gesagt den Namen nicht, muss ich nochmal nachgucken in den Kommentaren, hatte sich jemand tatsächlich die Mühe gemacht, sich nochmal die alten Videos anzuschauen und mir dann halt eine kleine Anleitung zu schreiben, was ich machen soll. Vielen Dank dafür für die Mühe. Finde ich echt super, weil ich finde das immer grandios, dass es dann immer Leute gibt, die sich tatsächlich eben die Mühe machen, die tatsächlich eben mal reingucken, wenn ich mir schon nicht die Mühe mache, wenn ich da ganz ehrlich bin. Aber finde ich echt super. Vielen Dank dafür. Das finde ich sehr gut von euch. Sehr schön. Reisender! Bla 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 bla. Leute existieren schon seit 100 Jahren und bla 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 bla. Das interessiert mich jetzt alles mal gar nicht. So, wir gucken uns mal Mission Durchsuchung an. Entdecke Gülde. So, da haben wir... Ach, haben wir im Progress. Immer noch im Progress. Gegenstände sammeln. Vergitterter Bogenkristall. Aber warum haben wir die Mission schon? Naja, ist egal. Okay, dann müssen wir nochmal mit dem Bogenkristall nochmal gucken. Gucken wir nochmal auf P... persönliches Geschenk. Wird für die Gegenstände gesucht. Ist doch der hier, oder nicht? Wertvolle Gegenstände nicht... Das haben wir doch auch schon gemacht. Hey. Das finde ich teilweise an dem Spiel auch ein bisschen blöd, dass man wirklich eine Mission markieren und aktivieren muss, um sie abgeben zu können. Ich meine, das System sollte doch so schlau sein, zu sagen, Mensch, pass auf, du hast schon die Mission abgeschlossen, dann gib sie doch ab. Na, oder eben so, dass man das auch freischalten kann. Finde ich immer ein bisschen doof, weil wenn man nämlich nicht dran denkt... So. Persönliches Geschenk, siehst du. Schwupps. So, dann sind wir in der... So, Bogenkristall. Dreimal. Der Kovac sagt mir eine Liste mit Aufträgen, bla bla. So, dann zeigen wir mal gleich die nächsten, mein kleiner Freund. Mineralien scannen. Na, das ist doch leichteste Übung. Bitteschön. Akzeptieren. Na, Mission. Ja, ist ja gut. So, jetzt haben wir's. Weiter geht's. Mineralien-Scan 055. Verwende den Analysierer, also um das Analysevisier, um zu scannen. Das heißt, wir fliegen jetzt einfach zu irgendeinem Planeten und scannen so ein bisschen uns, vor uns hin, so. Das ist okay. Dann machen wir das doch mal GAU. Und ab. Nach oben. Ah. Nee, aber wie gesagt, absolut ernst gemeint. Also vielen Dank, dass ihr dann teilweise mithelft. Auch bei den anderen Formaten. Das finde ich echt super. Weil manchmal steht man dann doch selber auf dem Schlauch und wenn man aufnimmt, dann hat man doch meistens eine andere Sichtweise auf das Spiel als jemand, der einfach in Anführungszeichen nur zuguckt. Ach, ich flieg doch mal weiter geradeaus. Na, und das ist dann immer richtig schön und das ist bei so einer Community dann auch wirklich immer wichtig. Da kann man richtig schön zusammenarbeiten. Deswegen versuche ich dann ja auch, würde ich ganz gerne ein bisschen mehr livestreamen. Aber naja, wie das dann immer so ist. Aber bei mir zu Hause, hier ist es dann ja auch mal so eine Sache. Immer so eine Sache. Weil ich habe das hier, ich musste immer so ein bisschen Aufwand betreiben, wenn ich Livestream mache, nicht wegen PC oder so. Aber ich habe dann immer so ein bisschen, naja, wenn ich mit Cam und sowas spiele und mit grünem Hintergrund und sowas, mit Greenscreen. So, ich werde mal eben kurz mal Plutonium scannen. Und den Aufwand mache ich mir ehrlich gesagt nicht immer, das muss ich offen zugeben. Aber ich habe da schon gewisse Sachen in Planung. Und wenn das alles so fruchtet, wenn ich mir das vorstelle, dann kann das halt sein, dass ich dann mir ein paar Sachen erleichtern kann. Und wenn ich das getan habe, dann, ja, dann werde ich auch sicherlich öfters livestreamen. Hoffe ich. Ich kündige das ja mal groß an und nachher wird das dann doch wieder nichts. Ja, es ist auch immer alles. Es ist immer alles schwierig. Man nimmt sich immer so viele Sachen vor und dann nachher kommt dann doch wieder was anderes und dann, naja, dann hat man eben ja noch ein bisschen Privatleben, Arbeit und den ganzen Krempel. Und dann sagt man sich, ach komm, mach ich morgen, mach ich übermorgen so und dann wird da eine Woche draus, wird ein Monat draus. Das ist immer so ein Elend. So, können wir das scannen? Das kann ich doch auch scannen, ne? Nicht? Hä? Warum kann ich die nicht scannen, die Dinge? Okay. So. Hier noch ein bisschen scannen. Die noch ein bisschen scannen. Du lässt dich nicht scannen, aber du lässt dich scannen. 4 von 5, jetzt müssten... Ah, zum Missionsagent zurückkehren. Ja, super. Ach, ein Glück haben wir das neu gestartet. Hätte ich mich da noch mal wesentlich früher zu entschieden, aber naja.
Wie gesagt, ich weiß ja dann ja auch nicht immer, was einen dann erwartet. Wenn ich dann nochmal wieder 30 Missionen neu machen muss, dann versucht man es dann ja doch irgendwo noch zu vermeiden. So, okay. Zurück zum Missionsagenten und dann holen wir uns noch die letzte Mission, die dritte Mission. Und dann kommen wir hoffentlich einen Schritt weiter. Aber seht ihr, ich hatte ja für die Entdeckergilde, hatte ich mir durchaus schon die eine oder andere Mission geholt. Also hätte ich das einfach weiter durchgezogen, dann hätten wir irgendwann die Nachricht bekommen, hey, so hier, jetzt hast du es geschafft. Jetzt hast du es geschafft, jetzt kommen wir auf den nächsten Weg. Dass er immer auf dem Frachter will, verstehe ich immer nicht. Ist mir ein Rätsel. Ziemlich rein. Okay. Jetzt. Ich sag ja, diese kleinen Missionen, die sind einmal ratzfatz gemacht. Aber das ist natürlich dann aber auch irgendwie so ein kleiner Nachteil von diesen kleinen Missionen, weil nur dafür machen die eigentlich Sinn, weil ich meine, ja gut, ich meine, man kann natürlich ein bisschen Geld machen, man kann ein paar Sachen sammeln, man bekommt dafür ein paar Sachen und kann man nachher wieder verkaufen, kombinieren, weiß der Geier. Ja, aber ich weiß nicht, trotzdem sind die so ein bisschen, die Mission so ein bisschen, ich will nicht sagen belanglos, aber ja, im Prinzip nur so Arbeitsbeschaffungsmaßnahme, wenn du so willst. So, komm, lass uns mal die Mission anreichen. Schwupps. Na gut, ich meine 80.000 Units, ne, also ist schon geil, ne, definitiv. Aber, naja, also, wie gesagt, ist eigentlich mehr so Arbeitsbeschaffungsmaßnahme für, also eine gut bezahlte Arbeitsbeschaffungsmaßnahme. So, eine letzte noch. Unbeständige Zerstörung, planetare Kreaturen jagen. Ach Gott, oh Gott, das hatten wir doch schon mal im Zuge von diesen, wie hieß die andere Gilde noch? Wie hieß diese andere Gilde noch? Das waren doch die hier, ne? Waren das diese Viking-Gilde? Diese... Ich glaube, das waren die. Mann, ja. So, wurscht. Der Kunde sucht nach Trophäen, mit denen er seine neue Basis dekorieren kann. Er bittet um die Hilfe eines professionellen Jägers, da er selbst bereits zu alt und zu schwach dazu ist. Der Entdecker darf jegliche Mordit-Gewinne, die er im Laufe seiner Unternehmung erzielt, behalten. Och, das ist aber nett. So, komm, schaffen wir das noch heute? Na komm, wir machen das noch. Ich mache ein paar Überminuten und dann machen wir die Mission auch mal schnell fertig. Dann haben wir das nämlich dann auch gleich in dieser Folge abgefrühstückt und dann können wir vielleicht in der nächsten Folge direkt gleich zum nächsten Punkt übergehen. Kreaturen eliminieren, 30, sag mal, brennt dir der Helm? Ich glaube, da sollten wir auf dem Planeten, wo wir gerade waren, besser nicht jagen gehen, weil ich glaube, da war nicht allzu viel. Da weiß ich jetzt gar nicht, ob da viel los war. Auf meinem Planeten war noch ein bisschen was los. Da können wir eigentlich auch mal dahin fliegen. Und zeigt er mir jetzt. Ich werde mal ein Stückchen geradeaus fliegen. Naja, was heißt geradeaus im Weltall? Also, das ist. Macht vielleicht auch jetzt nicht wenig Sinn. Nein, ich wollte gucken. So, wo ist denn jetzt? Da ist meine Basis. Da ist meine Basis. Also da haben wir auf jeden Fall ein bisschen Vegetation. Ein paar Tiere, die da rumlaufen. Können wir die dann gleich mal, ja, dezimieren. 30 Tiere. Gut, ich würde sagen, an dieser Stelle machen wir dann tatsächlich ein kleines Päuschen. Ich hätte tatsächlich jetzt noch die Mission zu Ende gemacht. Aber wenn wir da 30 Stück jetzt noch erledigen sollen... Oh nein. Wenn wir da tatsächlich jetzt noch 30 Stück erledigen sollen, dann brauche ich dann auch noch eine Minute für. Das machen wir dann lieber in der nächsten Folge. Und dann können wir dann gleich direkt im Anschluss dann mit der Mission dann auch weitermachen. Och, gerade jetzt hier, weißt du... Oh Mann. Wo seid ihr? Nasen hier. Da. So, komm her, du alter Baggerloot.
Ich hab dich gleich schon. Ich hab dich gleich schon. Muss mal kurz. So, bitteschön. Drecksack. Das hat auch ganz gut funktioniert. So, wir wollen zu unserer Basis. So. Ja gut, okay, ja, wir hätten auch zurückporten können. Wir hätten auch zurückporten können und hätten uns dann diesen Flug erspart. Aber wir wollen noch mal ein bisschen was von der Gegend sehen. Na, so ein bisschen fliegen. So. Ich lande noch kurz. Ich lande noch kurz und dann gehe ich in der nächsten Folge noch ein bisschen jagen und dann will ich hoffen, dass wir dann auch gleich die nächste Markierung bekommen für das nächste Missionsziel, dass wir da endlich mal eine Runde weiterkommen. Und ja, mit diesen schönen Bildern, verabschiede ich mich heute von euch. Schön, dass ihr da wart. Vielen Dank nochmal für die Tipps. Und wie es aussieht, kommen wir jetzt wieder einen Schritt weiter und mal gucken, was uns noch so erwartet. In diesem Sinne, vielen Dank nochmal, dass ihr da wart. Wir sehen uns in der nächsten Folge Nummer 1 Sky wieder. Macht es gut und ja, bis dann. Tschüss.